Herzlich willkommen im Aquacentrum Studio. Ich bin der Michi. In unserer Serie Kundenreferenzen haben wir Bilder und Videos von Installationen verschiedener Kunden gesammelt, die ein Gerät von uns bei sich zu Hause eingebaut haben. Manche Kunden haben das Unmögliche möglich gemacht. Lassen Sie sich inspirieren. In diesem Video sehen Sie 6 Installationen des AquaVolta EOS Revelation 2. Zu wenig Platz an der Rückseite seines Keramikspülbeckens war für diesen Kunden kein Problem. Er hat einfach den Bedienhahn des Revelation ein bisschen gekürzt. Das ist allerdings die invasivste Installation, die ich bisher gesehen habe. Hier hat ein Kunde den Bedienhahn des AquaVolta EOS Revelation 2 mit unserem Montagering an seiner Spüle installiert, da der Wulst an der Spüle den Einbau behindert hat. Der Montagering ist eigentlich eine Schlauchdurchführung, um einen Auftischionisierer fest an die Kaltwasserleitung anzuschließen. Macht sich aber auch hier ganz gut. Das Gerät selber steht unter der Spüle. An dieser Edelstahlspüle sieht man sehr schön die Installation mit dem John Guest T-Stück am Kaltwasser-Eckventil. Das Gerät ist an die Wand des Unterschranks montiert. Dadurch hat die Kundin mehr Stellfläche im Schrank. Die Anschlüsse am Gerät sind drehbar, deshalb könnte man die Schläuche hier noch kürzen. Das ist jetzt die stylischste Küche, die ich je gesehen habe. Sogar die Abstände sehen gut aus. Profiarbeit. So, ich bin jetzt gerade beim Filter auswechseln und das geht wirklich super easy einfach. Eine tolle Geschichte. Ja, also das ist nicht schwierig. Man muss nur ein bisschen nachlesen. Steht auch alles in der Betriebsanleitung. Sehr einfach und gut gemacht. Ich bin echt begeistert, so viele gute Installationen zu sehen. Wenn Sie auf unserer Website aquacentrum.de die Wasserionisierer anschauen, fragen Sie sich vielleicht, warum gibt es so viele verschiedene Modelle? Hauptunterscheidungsmerkmale sind der Härtegrad Ihres Leitungswassers, den erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorger, und die Aufstellungsmöglichkeit des Geräts. Fragen haben wir viele im FAQ-Bereich unserer Website beantwortet. Im nächsten Video dieser Serie sehen Sie den AquaVolta Cavendish in verschiedenen Küchen an der Wand montiert oder als Auftischgerät. Danke fürs Zuschauen, bis bald!